In den heutigen Anrufen bediente ich mich mehrerer Namen. Ich bin der Callcenter-Crusher und mein registrierter Name war Lasse Samenströmen oder auch Hunter mit dem Vornamen Max. Geschrieben wird dieser Vorname Max M-A-C-S. Und wenn man den Namen rückwärts liest und dann den Nachnamen, dann wird jedem mäßig intelligenten Menschen klar, wer ich bin. Diese Betrüger sind aber nicht mäßig intelligent. Nach dem Intro könnt ihr hören und euch von der Intelligenz dieser Idioten überzeugen. Viel Spaß dabei! Ja, bitte. Ja, hallo, Herr Samenströmen. Eva Weber ist am Apparat. Ich habe gerade Ihre E-Mail bekommen, ja? Ja, ich habe schon mal mit Ihnen angerufen, aber Sie haben mir geschrieben, dass jemand hat angerufen, aber nicht gesagt. Das war nicht ich. Bestimmt, Sie haben noch andere Anrufe bekommen. Aber ja, Hauptsache ist es jetzt, Sie sind erreichbar. Gut, bestimmt wissen Sie schon, ja, worum es geht, um was es geht. Warum melde ich mich bei Ihnen an? Nee. Okay. Herr Samenströmen, Sie sind heute registriert für das Online-Handel am Finanzmarkt, ja? Genau, ja. Deswegen melde ich mich bei Ihnen an. Ich bin Ihre Kontomanagerin und erstes Mal, ich soll Ihnen ganz gerne informieren, wie es alles bei uns funktioniert. Ja, also, was bekommen Sie eigentlich von uns und danach können Sie Ihren Handelsaccount aktivieren. Jo, dann machen Sie das mal. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung am Finanzmarkt oder ist es der erste Versuch für sich? Ich habe keine Erfahrung. Gar keine Erfahrung, alles klar. Denn ich erkläre Ihnen es ganz gerne. Als Anfänger von unserer Seite, Sie bekommen vollständige Dienstleistungen und Unterstützungen. Ja? Das bedeutet, erstes Mal, Sie aktivieren Ihr Handelskonto mit mir. Ich helfe Ihnen ganz gerne dabei. Ja? Nach der Aktivation Ihres Handelskontos, Sie bekommen Anruf von Ihrem privaten Finanzexperte oder Finanzexpertin. Ja? Er oder sie ist immer, immer verantwortlich für Ihre Profite, für Ihre Gewinne und für Ihre Handelsprozesse. Ja? Das bedeutet, erstes Mal, Ihre Finanzexpert einrichtet Ihr Handelsprogramm weiter für Sie. Damit können Sie schon richtige Handel anfangen. Und danach auch, ja, jederzeit, wenn Sie Hilfe brauchen, wenn Sie Frage haben, Sie können gerne über WhatsApp, per E-Mail mit Ihrer Finanzexpertin kontaktieren. Damit bekommen Sie weitere Hilfe und Beratung, ja? Also alleine bleiben Sie nicht am Finanzmarkt, ja? Und sobald Sie etwas brauchen, Sie können gerne unsere Hilfe nutzen. Natürlich die ganze Dienstleistung, denn es ist absolut kostenlos für Sie. Und Mindestinvestition ist 250 Euro. Damit können Sie Ihren Handelsaccount aktivieren. Und als Zahlungsmethode nutzen wir ganz gerne Kreditkarte oder Online-Banking. Ja? Hauptsache ist, welche Zahlungsoption ist lieber für Sie. Damit können Sie Ihren Handelsaccount aktivieren. Das letzte habe ich nicht verstanden. Sie reden sehr schnell und undeutlich. Okay, wiederhole ich nochmal. Was haben Sie nicht verstanden, bitte? Ja, ich sagte ja gerade, Sie reden sehr schnell und undeutlich. Okay, wiederhole ich nochmal dann alles, ja? Herr Samenströmen, ich habe gesagt, dass nach der Aktivation Ihrer Handelskonto von unserer Seite, Sie bekommen vollständige Beratung und Unterstützung, ja? Das Anruf und Anrufe ab und zu von Ihrem privaten Finanzexpert oder Finanzexpertin. Ihre Finanzexpert erstes Mal einrichtet Ihr Handelsprogramm weiter für Sie. Damit können Sie schon wichtige Handel anfangen, ja? Aber es ist nicht nur einmaliges Anruf, weil, wie schon gesagt, Ihre Finanzexpert ist verantwortlich und zuständig für Ihren Handelsprozess, für Ihre Ergebnisse und für Ihre Profite. Deswegen ab und zu bekommen Sie Anruf von Ihrem Expert mit Handelsplan. Natürlich, Sie haben auch Möglichkeit, sobald Sie Hilfe brauchen, sobald Sie Frage haben, über WhatsApp oder per E-Mail, Sie können mit Ihrem Finanzexperten anmelden und damit bekommen Sie weitere Hilfe und Unterstützung, ja? Also, alleine bleiben Sie nicht am Finanzmarkt und jederzeit, wenn Sie unsere Hilfe brauchen, Sie können es gerne nutzen. Jetzt haben Sie mich verstanden, bitte? Ja, richtig, habe ich verstanden. Gut. Sehr gut. Jetzt, wie können Sie Ihr Konto aktivieren, ja? Für die Aktivation, wir nutzen ganz gerne
Kreditkarte, es ist Visa, Mastercard oder Online-Banking. Hauptsache, welche Zahlungsoption ist lieber für Sie? Ja, aber Damit aktivieren Sie Ihr Handelskonto. Ja, aber erstmal möchte ich gerne erstmal wissen, mit was ich bei Ihnen überhaupt handeln kann. Das haben Sie mit keinem Wort erwähnt. Mit was meinen Sie? Mit welcher Krypto oder was? Mit welcher Ja, Entfernung mit was welche? Ja? überhaupt? Mit was überhaupt? Mit was kann man bei Ihrer Plattform handeln? Ja, handeln Sie können anfangen mit Kryptowährung, mit Gas, mit Öl. Das ist Ihre Entscheidung, ja, weil unser System arbeitet mit mehreren Vermögenswerten, ja. Und das Welche ist natürlich Ihre Vermögenswerke Entscheidung. stehen denn da zur Verfügung? Sie können mit Krypto beispielsweise, mit Krypto anfangen oder mit Gas, mit Öl, mit Aktien, das entscheiden Sie. Diese ganzen Informationen bekommen Sie von Ihrem Finanzexpert, ja? Auch Weil mit meine Rohstoffen? Aufgabe ist, das ist. Und natürlich, natürlich. Nur, was wollte ich Ihnen sagen, ja? Ich bin zuständig für Ihre Handelsplattform, vollständig aktiviere. Und dieses ganze Informationen, weitere Informationen, Beispiel, womit können Sie Handel anfangen, das alles bekommen Sie von Ihrem Finanzexpert, ja? Ja, aber ich muss doch bitte vorher wissen, ob ich die Produkte, mit denen ich handeln möchte, überhaupt bei Ihnen handeln kann. Das weiß ich ja noch gar nicht. Mit welcher sind Sie interessiert, also mit welcher Vermögenswerte möchten Sie Handel anfangen? Seltene Erden. Bitte? Seltene Erden. Okay, das habe ich verstanden. Gut, wissen Sie, was seltene Erden Okay. sind? Nein, ich weiß das nicht. Ach, okay. Weil ich bin jetzt Finanzexperte, wie schon gesagt. Ich bin nur Ihre Kontomanagerin, ja? Meine Aufgabe ist, Ihre Konto zu aktivieren. Und kann ich bei Ihrer Plattform mit seltenen Erden handeln? Wenn Sie das gar nicht wissen, was seltene Erden sind? Ich weiß das nicht. Ich überprüfe. Ja, überprüfen Sie mal. Hallo? Hallo? Inspector. Hallo. Hallo, wer ist da? Schönen guten Tag, Christian Howitz ist am Apparat. Spreche ich mit hier Martin Jürgensmann? Jürgensmann. Wie war Ihr Name? Herr Howitz. Howitz? Genau, richtig. Ja, was kann ich für Sie tun? Ich kontaktiere Sie von Monitoring Team bei ICFS. Und es ist kein Angebot oder eine kommerzielle Anruf. Ja, wir rufen Sie über eine Information zu überprüfen, welche haben wir schon bekommen von den Finanzinstituten. Und wir haben eine Information bekommen, dass Sie haben vor eine Investition gemacht auf dem Finanzmarkt und dann verloren. Und Sie haben Probleme mit dem Auszahlungssauch. Wer sagt das? Das bitte? Wer sagt das? Bei uns von der Blockchain. Das kommt bei uns von der Blockchain, weil Blockchain kontrolliert ja alle Transaktionen. Alle ja, und von welcher Firma sind Sie jetzt? ICFS ist unser Unternehmen. Wie heißt das? ICFS. IWIDA, Servicesa, SWC-Credit. Sie haben ja eine Webseite, also IWIDA und weiter. Ja. Inspektor. Schönen guten Tag. Hallo, Stefanie Radatsch ist am Apparat. Spreche ich mit Ihrem Markus Hunter? Ja. Grüße Sie. Hier Hunter, Sie bekommen meinen Anruf von der ICF Solution. Es geht um Ihre voriges Aktivitäten auf dem Finanzbörse. Eigentlich, wir haben unter Ihrem Namen vor ein paar Minuten Anfrage über die Auszahlung erhalten. Es geht um digitales Währung. Und möchte ich bitte überprüfen lassen, ob Sie es selber beantragt haben, ob Sie eine Auszahlung erwarten. So, wer sind Sie und von was rufen Sie an? ICF Solution, was ist das?
Also, mein Name ist nochmal Stefanie Radacic, Herr Kunter, und wir sind Organisation, die in diesem Bereich für die Kryptoanmeldungen und Auszahlungen verantwortlich ist. Und die heißt, und Ihre Organisation heißt? ICF Solutions, Sie haben es richtig ausgesprochen. Okay, haben Sie eine, als Organisation haben Sie sicherlich eine Webseite, richtig? Auf jeden Fall, genau, ICF Solutions. ICF, so. Kann ich jetzt mal dann buchstabieren? Schön. ICF Solution, und wie geht's weiter? .finanz. Deutsch oder Englisch geschrieben? Auf Englisch. ICF Solution.finance. Die Seite gibt's nicht. Genau. Doch, also Ida Cäsar Friedrich Siegfried Punkt Finanze. Ach Punkt. Nee, Sie haben doch gesagt ICF Solution Punkt. Entschuldige mich. Also falsch. Also ICS Punkt ICFS Finance. Genau, Punkt Finance, genau. Also, wir haben unter Ihrem Namen hier Hunter vor ein paar Minuten Anfrage über die Auszahlung erhalten. Von wem? Aber komischerweise diese Auszahlungsanfrage würde von der verschiedenen IP-Adresse von dem Litauen fixiert. Genau deswegen, bevor wir es freischalten werden, wir sollen erstmal sicher sein, ob der richtige Person das Betrag nimmt. Als Empfängeradresse, da ist ein Binance-Wallet-Adresse eingegeben, hier Hunter. Und möchten wir wissen, ob Sie darüber informiert sind. Vielleicht haben Sie etwa Broker oder Berater, vielleicht hilft Ihnen jemand beim Rückerstattung oder beim Handlung. So, die Frage, die ich gerade gestellt hatte, woher haben Sie diese Informationen erhalten? Also wir sind darüber verantwortlich, Herr Hunter. Wenn man eine Auszahlung will, wir bekommen erstmal diese Anfragen. Ja, wir von sollen wem? Erstmal alles von suchen. Wem? Von wem bekommen Sie diese Anfrage? Alles läuft unter Ihrem Namen, Herr Hunter. Einfach sehen wir, dass diese IP-Adresse stimmt nicht, weil es würde von dem Litauen beantragt. Habe ich mich ein bisschen unklar ausgedrückt. Wer hat diese Anfrage gestellt? Es ist mal dann unter Ihrem Namen, Herr Hunter. Das sehen wir nicht genau, wer hat es beantragt, aber da ist Ihr unter Name. Meinem Namen, da steht mein Name dran. Genau, aber es würde von dem Litauen, diese IP-Adresse zeigt uns, dass diese Gerät, womit diese Auszahlung beantragt würde, es befindet sich jetzt im Litauen. Und vielleicht haben Sie etwa Broker oder Berater im Litauen, weiß ich nicht. Deswegen möchten wir es überprüfen lassen. Ja, gut, so, jetzt sagen Sie mir, ob Sie darüber informiert sind. Ja, dazu werde wenn ich nicht, ja? Dazu werde ich Ihnen erst dann was sagen, wenn Sie sich gegenüber mir verifiziert haben. Sie sind für mich eine völlig Fremde. Kein Problem. Trotzdem werden wir hier Hunter diese Anfrage stornieren. Werden Sie von meiner Seite ein E-Mail bekommen Ihre mit Webseite, ausführlicher Information? Hallo. Ihre Webseite ICFS Finance. Wie lange gibt es die denn schon? Wie lange sind Sie schon am Markt? Oder das muss ja dann eine Behörde sein. Seit 7 Jahren. Ja, ich sehe es gerade hier. Ihre Webseite existiert seit 197 Tagen. Sie sind also ein Betrüger. Es gibt keine Behörde, die ICFS heißt. Und sind Sie schon am Ende? Ja. So, mein Name ist Eva Melier. Ich bin eine Mitarbeiterinvestitionsfirma. Und Sie haben gerade bei unserer Plattform bei Projekte Imaging Code angemeldet. Ist es richtig? Das ist richtig, ja. Super, ich bin Ihre Kontomanager. Ich rufe, weil ich wollte Sie sagen, so wie funktioniert dieser Bereich oder wie Sie damit mit uns Geld verdienen können, okay? Ja, dann erzählen Sie mal. Okay, super. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie schon eine Erfahrung an diesem Bereich? Ich denke, Sie wollten etwas erzählen. Ja, aber ich muss... Gut, dann erzählen Sie doch erstmal, was Sie anbieten überhaupt.
Okay, so. Bei unserer Plattform, ich habe noch zwei Möglichkeiten. Eine, es geht nach einem Roboter, ist ein automatisches System, eine künstliche Intelligenz, wir machen alles selber. So, billiger kaufen, teuer verkaufen und eine große Plus von diesem Roboter. Das Robot macht alles für Sie. Sie können schlafen, arbeiten, spazieren und dieses Robot einfach verdienen für Sie Geld und bekommen noch eine Garantie, weil wenn der Preis bei etwas sind, dann Robot macht automatischen Stopp. Verstehen Sie? Sie meinen Stop-Loss? Ja, Stop-Loss. Und das heißt, so Ihren Geld immer bleiben bei Ihrem Konto auf dem unserer Plattform. Ja, aber mit Stop-Loss kann man ja nur einschränken. Stop-Loss kann ja nicht verhindern. Man muss ja den Stop-Loss setzen auf einen bestimmten Wert. Das heißt, man kann also trotzdem ja, etwas verlieren. Nein, nein, kann nicht verlieren. Doch. Kann nicht. Bei uns geht noch eine Garantie, dass Sie verdienen bei uns 2000 Euro minimal in einem Monat. Es geht zu Ihren Garantie. Wer gibt diese Garantie? Bei uns kann nicht verlieren Geld. Wer gibt diese Garantie? Das ist dieses Robot. Der Roboter? Das ist dieses Robot. Und wenn Sie... Und wenn Sie bei uns aktivieren eine Konto, dann bringen Sie noch eine Offizialpapiere, dass Sie arbeiten bei dem unserer. Was ist eine Offizialpapiere? Was ist eine Offizialpapiere? Das ist eine Papier, wo steht das? Ach, ein Papier! Sie haben ja gesagt Papiere. Ja, so. Nein, nein, weil ich habe so. Ja, ich habe Papier, so, aber ich habe Papier, weil ich habe mit meiner Tange jetzt noch was. Und das ist wegen das. Aber Sie mit verstehen was bitte? Jetzt, ja? Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie haben irgendetwas mit Ihrer Zange? Nein, nein, schauen Sie. Ich habe so jetzt, so, meinen Sie, so, ich habe jetzt noch auf eine Bresias und... Auf was bitte? Was haben Sie? Ich verstehe das Wort nicht. Okay, es ist egal. Ich habe jetzt noch ein Problem mit dem Zange und wegen das, ich habe nicht Papier gesagt, ich habe Papier gesagt. Okay? Sie haben ein Problem mit Ihrer Zange? Ja, weil ich war heute bei dem Arzt und wegen das. Sie waren beim Arzt wegen Ihrer Zange? Ja, heute. Die Zange ist doch ein Werkstatt, ein Werkzeug, oder meinen Sie Zunge? Oh, Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Gut, was bieten Sie denn also jetzt genau an? Ja, aber Sie rufen ja in Deutschland an. Da sollte man doch minimal Deutsch sprechen. Ja. Aus welchem Land ich sind Sie? Sprechen. Nee, nee, ich eben sehr schlecht. Sie sind eine Kroatin. Ich bin aus dem Kroatien. Von wo sind Sie da in Kroatien? Zagreb. Aus Zagreb, okay, gut. So, und was bieten Sie jetzt genau an? So, schauen Sie, bei unserer Plattform, Sie können bei diesem Roboter arbeiten und dieses Robot einfach ganze Zeit verdienen für Sie Geld. Und noch eine ist doch eine Analytiker. Dieses Analytiker einfach so machen alles für Sie und das ist eine besser bei dem Analytiker arbeiten, das Analytiker, es ist eine so Mann oder eine Frau und Sie können mit ihm ganze Zeit besprechen und zusammen machen das alles. Und für alle Leute, das geht so alle gleiche, zu diesem Analytiker oder diesem Roboter. Was meinen Sie, möchten Sie bei dem einen Roboter oder bei dem Analytiker probieren? Das weiß ich noch nicht genau. Erstmal, ich hatte mich ja auf mehreren Plattformen angemeldet. Welches war jetzt genau Ihre Plattform? Unsere Plattform heißt White Advisory. Wie heißt das? Das sagt mir gar nichts. So, Sie haben bei dem Projekt Median Code heißt diese Projekte. Ja, und wie heißt Ihre Plattform, hatte ich gefragt. White Advisory. Können Sie es buchstabieren, bitte? So, ja. W wie William, ja. H wie Hamburg, I wie Iva, T wie Theodor, E wie Emil, A wie Anton, so D wie Deutschland, noch eine I wie Iva. S wie Sonja, O wie Otto. Nicht so schnell, Otto, so schnell. Wollen Sie es noch schneller machen, dann kann ich gar nicht mitschreiben. Nein, ich müsste nicht so schnell machen. Okay. Ja, dann machen Sie es mal langsamer. Okay, was haben Sie geschrieben? Ja, jetzt fangen Sie mal nochmal von vorne an. So, eine Grüße wie William. Ja, weiter. So, weit. So, dann geht kleine H wie weit, Hamburg. Ja. Also, Wilhelm Heinrich. Wie Iva.
I wie Ida. Soweit haben Sie? Haben Sie weit geschrieben? Ich wiederhole es nochmal. Wilhelm Heinrich Ida. Ja, C wie Theodor. Ja. E wie Emil. Ja. Dann. Grüße A wie Anton. Das Groß spielt ja keine Rolle. Dann geht Rolle und doch eine A wie Anton Größe. Groß oder klein spielt bei einer Internetadresse keine Rolle. Bei Internetadresse, naja, im Internet können Sie einfach geschrieben weit. Ja, das wollte ich doch wissen. Ich habe doch genau gefragt nach Ihrer Webseite. Die sollen Sie buchstabieren. Ah, ich kann Sie schicken bei Ihrer E-Mail-Adresse unsere Webseite. Sie sollen es erstmal buchstabieren. Damit ich erst. Also erstmal sollen Sie es buchstabieren. Okay, weil ich glaube, das brauchen Sie Namen von unserer Plattform. Aber E-Mail-Adresse oder Adresse auf Internet stellen andere. Bitte was? Ich möchte Ihre Plattform wissen. Das hatte ich mehrfach klar und deutlich gesagt. Entschuldigung, ich kann Sie nicht buchstabieren, diese Plattform. Das geht nicht. Besser, wenn ich einfach schicke in diese Plattform. Sie öffnen diese Plattform und sehen Sie. Ja, Sie können nicht buchstabieren, weil Sie schlecht Deutsch sprechen, oder warum? Oder haben Sie keine Schule besucht? Nein, oder? Das geht nicht buchstabieren, diese Plattform. Einfach Name von der Firma, ja. Und warum sagen Sie immer, ich spreche so nicht gut Deutsch? Ja, weil Sie deutsche Buchstaben nicht kennen. Aber dass Sie haben bei uns angemeldet, ich nicht, dass Sie brauchen. Hey, bleiben Sie mal ruhig, warum schreien Sie mich denn hier an? Ja, hallo. Guten Tag, Herr Samenströmen. Mein Name ist Anton Novak. Ich rufe Ihnen an, weil Sie gerade eine Anmeldung gemacht über Ölprofi. Ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihren Account aktiv zu stellen. Wie geht's Ihnen? Ja, den Umständen entsprechend. Ja, okay, danke schön. Geht es Ihnen nicht gut oder? Es Umständen heißt, entsprechend? Richtig, genau. Das heißt den Umständen entsprechend. Ja, okay. Ich hoffe, dass die Umstände gut. Am liebsten gut. Ja. Ich hoffe, dass die Umstände bei Ihnen gut sind, dann geht es Ihnen automatisch gut. Gehe ich davon aus. Okay, Herr Samströmen, wie möchten Sie diese Account aktivieren? Wollen Sie mit das Mindestbetrag 250 Euro anfangen oder? Ja, ich habe ja versucht, das hier bei Ölprofi, da kann man ja nirgends einzahlen. Oh. Nein, okay, ich kann das Ihnen erklären. Das ist, da sind die Assets, die Firmen überall haben. Und das ist genau, Sie haben die Anmeldung da und Ihre Interessen, also diese Ölprofile sozusagen, Sie können investieren. Eigentlich, Firmen haben ja mehr als nur Öl. Sie können überall investieren. Sie können über Öl, Rohstoffe, alles Gold und Sie wissen ja, Forex, Fonds, ETF. Machen Sie das den ersten. Ach, ist er schon raus? Ja, hallo? Ja, wieso haben Sie. Ist die Verbindung abgebrochen oder irgendwie? Ja, ich habe nicht aufgelegt. Oder? Ja, okay. Ich war auf einmal weg. Das kann nicht sein. Okay. Sind Von wo Sie rufen Sie denn an? Oder? Ich rufe aus Niederlanden, also Holland. Ah, ja. Okay, sind Sie mit Handy. Mit Handy unterwegs? Also haben Sie die Anmeldung mit Handy oder am PC gemacht? Ich telefoniere mit dem Telefon, mit dem Festnetztelefon. Nein, das weiß ich, dass Sie telefonieren mit Telefon. Ich meine, die Anmeldung, haben Sie mit Ihrem Handy gemacht oder am PC? Wo spielt das eine Rolle? Ja, das möchte ich wissen, weil ich auf meinem PC genau die Anweisung gebe, wenn Sie mit einem Handy unterwegs sind, dann stelle ich mein PC also auf Android, also Telefon. Und dann sehe ich, wo, dann kann ich Ihnen die Anweisung genau geben. Ich weiß, dass Sie mit Handy unterwegs sind. Darum geht es. Ich bin nicht mit Handy unterwegs. Ja, okay. Sie sitzen zu Hause am PC. Ich sitze im Büro auf dem PC. Ja, im Büro, okay. Okay, Sie haben einen PC und Sie telefonieren. Okay, wie möchten Sie das machen, Herr Samenströmen? Ja, das ist mein Name. Okay.
Ja, okay. Wie möchten Sie das machen mit das Mindestbetrag 250 Euro oder? Ja, ich wollte ja eigentlich machen, aber ich konnte ja nirgends einzahlen. Ich weiß ja gar nicht, welches Okay, Ihre. ich kann Ihnen Aktivierungslink, dann haben die Sie, also bei uns ist zwei Möglichkeiten gibt es, entweder über Bankdaten oder über Kreditkarten. Suchen Sie eine aus, wie es Ihnen am besten passt. Ja, ich weiß ja noch gar nicht, welche Firma sind Sie überhaupt? Das haben Sie ja gar nicht gesagt. Ja, Sie haben die Anmeldung gemacht, wie gesagt. Jo, Ich aber werde Ihnen welche, immer sagen. ja, Ja, dann sagen Sie mal, ja. welche Firma sind Sie? Wir sind eine Online-Plattform. Ja, und wie heißt die? Hallo. Okay, Sie machen die, Sie gehen wieder in die Seite, wo Sie die Anmeldung gemacht haben. Da gibt es eine Möglichkeit, da einzuzahlen. Bitte gehen Sie und schauen Sie ganz genau hin. Nee, Dann haben Sie gibt's am da Ende nicht. nur die Erklärung. Gibt's da nicht. Es Ja, gibt haben Sie. da keine Möglichkeit einzuzahlen. Deswegen frage ich ja, welches ist Ihre Seite? No, okay, ich schaue mich, ich bitte Ihnen die Möglichkeit, das zu zahlen, weil. Ja, sagen Sie doch erstmal, welche Seite Sie sind. Okay. Nein, ich arbeite für mehr Seiten, sozusagen. Ja, ich arbeite nicht nur für eine Seite. Und also ja, für welche Seite rufen Sie denn jetzt an? Ja. Moment mal. Okay, Moment, ich muss ein andere Telefonat. Gehen Sie bitte auf diese, ich kann es Ihnen buchstabieren. Können Sie es schreiben auf Ihre Handy oder PC, wo Sie sitzen? Ich sagte ja PC. Okay, schreiben Sie Siegfried Cäsar Anton Ludwig. Langsam, langsam, Anton langsam, Bert, langsam. So, Siegfried Cäsar. Cäsar Anton Ludwig. Also, Siegfried Cäsar und weiter? Anton Ludwig. Anton Ludwig. Anton Bertha. Anton Bertha. Emil. Emil. Ja, genau. Gehen Sie auf die Seite, machen Sie eine neue Anmeldung und da können Sie einzahlen. Nee, ich möchte Dann ja. rufen Sie. Ich möchte ja bei. Ja, genau, das ist. Lassen Sie ja, mich doch einfach mal ausreden. Also, wie heißt jetzt Ihre Webseite? Scala B ist ja keine Webseite, ja, das ist ein Wort. Ja, Unterbrechen Sie mich nicht dauernd. Ich möchte jetzt Ihre Webseite wissen. Ja, diese ist meine Webseite. Wie heißt die genau? Was da geht? Wie heißt die? Scalable. Scala B. Ja, ich hab hier, ja, und weiter, .de oder was? Ja, Sie können auf Webseite. Oder Sie können hier einstellen. Was bitte? Hör auf mich so anzuschreien, du Idiot. Was willst du, Idiot denn? Willst du investieren gehst? Ey, was willst du denn? Investieren gehst, oder? Ja, dann sag doch endlich mal deine Webseite. Du bist du ja nicht Idiot. Mal fähig, mein deine System, Webseite zu nennen. Mein System hat dich sofort erkannt. Ich weiß, wer Sie sind. Ja, wer bin Sie, ich denn? Sie sind ein Vollidiot. Wer Idiot bin ich denn? Wer bin ich denn? Hör auf. Ja. Wer bin ja, ich denn? Ich hab, ja, Ihre ja Stimme wer bin ist ich schon denn? Bekannt. Ja, wer bin ich denn? Du bist ein Vollidiot. Ein Vollidiot. Ja, du, das kann ja, ich Ihnen du bist sagen, ein Betrüger. Nicht. Ist doch klar. Da hat dieser Betrüger also von Anfang an gewusst, wer ich bin. Ein Vollidiot. Es stellt sich nur die Frage, wer da der größere Idiot ist. Der Betrüger, der Zeit verschwendet, um mit einem Scambeter zu reden, oder der Verbrecher, der versucht, sich und seine Plattform als legal zu verkaufen und nicht mal seine Webseite nennen kann. Als Zuhörer meines Kanals macht ihr euch sicher einen eigenen Reim darauf. So viel also für heute. Danke für euer Interesse, bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig, damit man euch nicht abzockt. Euer Callcenter-Crasher.